Stichwort Autismus. Ich habe spontan an Asperger, Greta Thunberg und an Extrembegabungen gedacht, Leute, die Telefonbücher auswendig lernen können. Aber ich kann euch sagen, Autismus ist noch ganz, ganz viel mehr. Aber natürlich, wenn man das irgendwie draußen auf der Straße machen würde, das wäre natürlich nicht so cool. Die Leute würden sagen, geht es eigentlich noch? Wie war das für dich, weißt du, dein Baby und man sagt dir? Ich glaube, es gibt zwei Wege. Oder entweder bricht man zusammen. Man kann es auch für eine gewisse Zeit, aber irgendwann muss man wieder aufstehen. Mhm. Wenn die Eltern nicht dafür kämpfen, dann wer sonst? Also. Ich weiß, was du willst. Sex? Okay. Er hat gern, wenn meine Haare offen sind. Gut. Genau. Wir sind am Trainieren. Mona Fetsch, 3 Tage bei Kind mit Autismus. Auf nichts vorbereitet, aber auf alles gefasst. Das ist Mona mittendrin. Keine Ahnung hatte ich, was mich hier verschlägt. Und jetzt bin ich schon mitten drin, im Schulbus mit Kind mit Autismus. Das ist doch ein bisschen singen, Kai. Zusammen mit dem Lucien und dem Kai bin ich unterwegs auf Urdorf in ihre Schule. Hey, alles ist gut. Ganz schlimm kann es sein. Also wie? Singen? Schreien? Schreien, ja. Habe ich darum den Kopf hören? Ja, genau. Es gibt Kinder, die den ganzen Tag den Pamir anhaben. Ah, wirklich? Ja. Okay. Denen ist es einfach wöhler. Es ist ihnen viel zu laut, so unsere Umwelt. Und dann ist es ihnen viel wöhler, wenn sie den Pamir anhaben. Diese Kinder hier haben eine ausgeprägte Form von Autismus, sagt Karin. Was das genau bedeutet, kann ich noch nicht einschätzen. Wenn ich jetzt «Hoi» sage und es kommt eigentlich nichts und ich weiss auch nicht so recht, wie man da wirklich Kontakt aufnehmen kann, tatsächlich. Also das könnte noch ein bisschen schwierig werden. Hallo. Schau mal, Leo, jetzt brauchen wir noch deinen Rucksack. Schau mal, Leo, du darfst. Das ist der Leo. Er ist 9. Reden tut er nicht. Gehen wir Leo abziehen. Aha, für was? Der Leo, hat das, weil er sich im Bus einmal abschnallt. Aha, gut. Voll gut. Ah, dann hast du dein Klettergeländchen dabei. Das ist schon gut. Guten Morgen zusammen! Hi! Guten Morgen! Hallo! Und das ist eine tolle Begrüßung, Mona! Hi, Jutta! Freut mich, Jutta! Hallo! Ich bin jetzt. Ich bin Alexander! Du gehst heute in die Schule? Mhm. Du gehst gerne in die Schule? Ja! Super! Wie alt bist du? 8 Jahre! Du darfst deine Sachen aufräumen, Alexander! Na klar, aber ich muss so basteln jetzt! Was muss ich mir vorstellen? Also was sind das für Kinder? Also bei uns in der Klasse sind Kinder, wo die Entwicklungsspanne sehr breit auseinandergeht. Kinder, die sprechen, Kinder, die eben auch nicht sprechen. Ja. Und bei uns ist es sehr wichtig, dass wenig Sprache eigentlich stattfindet. Also ich sollte jetzt nicht reden, nicht fragen, genau. Wie alt bist du, woher kommst du? Bei ihm ist es jetzt nicht so extrem, aber es gibt immer auch Kinder, wo es eben herausfordernd dann werden kann. Ja. Und was eben auch für unsere Kinder wichtig ist, eine klare Struktur. Ja, okay. Zum Plan? Juhu. Immer gleich im Morgenritual gibt es Sicherheit. Alles, was neu und anders ist, sei für Kinder mit Autismus verwirrend und eine Herausforderung, sagt Jutta. Darum trägt man hier auch keine Maske. Und mich und mein Kamerateam hat man letzte Woche schon angekündigt. Den Korb hat der Leo. Leo, schau mal. Ich weiß nicht. Und gleich bin ich unsicher, wie ich mich in diesen 3 Tagen verhalten soll. Soll ich probieren, Kontakt aufnehmen mit dem Kind? Oder eben genau nicht? Und falls ja, wie macht man das überhaupt?
Aber wir haben Blumen. Aha. Super. Mit der anderen. Achmed. Aber Alexander. Bitte schön. Danke. Und der Alexander. Der Kopf ist leer. Ich hab Hände sogar zwei und auch Haare mehr zwei. Ich hab einen runden Bauch und eine Nase hab ich auch. Ich hab links und rechts ein Bein und ein Herz aus nicker Stein. Und jetzt winke ich dir zu. Hallo du. Neben dem Zusammensein in der Gruppe wird mit jedem Kind auch allein gearbeitet. Ah! Wow! Wir sind angekündigt. Lautstark. Hey. Ja, danke vielmals, Alexander. Du hast es super gemacht. Ich bin Mona. Hallo. Freut mich sehr. Patricia. Gut, super. Danke vielmals. Der Lucien ist sieben. Er macht einen Kuchen nach einem genauen Plan aus Bildern und einzelnen Wörtern. Bei mir ist jetzt schon ein bisschen mehr Schrift als Bild. Mhm. Bei anderen Kindern hat dann mehr noch Bilder, mhm, wo er schon ein bisschen lesen kann. Ja, ja, super. Und das hilft ihm auch, das möglichst selbstständig können zu machen. Ja. Ja. Ich muss gar nicht mehr so viel helfen. Genau. Was ich spannend finde, ist, wie komplett unterschiedlich jetzt alle Kinder sind, die ich jetzt gesehen habe. Weißt, und alles heisst Autismus. Ja, das aber ist ein Spektrum. Wir reden heutzutage vom Spektrum. Ja. Ja, genau. Ja. Ja, in jeder Schule, die ich wieder neu bekomme, ist wieder komplett anders und ganz andere Herausforderungen. Ja. Und das ist ja das Spannende daran. Also ich lerne immer Neues dazu, bei jedem Schüler kommt. Hey, super, schau mal. Kaputt. Da musst du reinrühren. Super gemacht, genau. Kann guter sein. Ja. Und jetzt danke. Dass er mit mir zusammen den Kuchen beleidigt und so Kontakt aufnimmt mit mir, ist für den Lucien ein grosser Schritt, sagt Patricia. Ofen? Ah, jetzt kommt Ofen. Ein Schritt aus seiner Welt in meine. Vorsichtig heiß. Hey, heiß. Hast du weh gemacht? Wie? Oh, fertig! Fertig, gell? Fertig. Und weg. Sicher, das ist. Das ist der Leo, genau. Nach der Schule steigen wir wieder in den Bus. Super. Ich darf den Leo begleiten. Seine Familie hat mich eingeladen. Das merkst du es. Ja. Leo, seine Mutter erwartet uns schon. Sonja ist alleinerziehend und arbeitet in einer Bank. Nanny Paula hilft bei der Betreuung. Und auch die Schwester von Leo, die Valentina, unterstützt sie. Immer wenn der Leo von der Schule kommt, will er schnurstracks in den Pool oder unter die Dusche. Manchmal mit samten Kleidern. Ja, das war's. Ich glaube, für die nächsten 2 Stunden. Okay, auf die Suche. Ja, wirklich. Wie einfach ist es für dich, zum spüren, wie es ihm geht? Gut, ich glaube, obwohl er nicht spricht, oder? Er kann sich sehr gut ausdrücken. Und du merkst, sobald es ihm nicht gut geht, entweder weint er, mhm, oder schlägt er mit dem Kopf an die Wand oder an den Schieben. Und wenn er etwas will, dann erholt dich und zieht dich bis zum Objekt oder Sache, die er genau braucht. Ja. Und wenn du das nicht verstehst, dann ich muss ihm nur angucken, weil er hat den Kopf unter. Oh ja. So ein bisschen näher gehen, sorry.
Jetzt siehst du, der ist lang unter Wasser mit dem Kopf. Ja. Und wir mussten auch lernen, ihm zutrauen, dass er das schafft. Und das ist eigentlich sein Spaß. Und wenn wir immer da bei ihm wären und so, dann ist es auch für uns noch mehr Stress und für sie auch kein Zeichen, dass wir ihm das zutrauen. Wie habt ihr das überhaupt gemerkt, weißt, dass er eine Störung hat? Er hat immer meinen Augenkontakt vermieden, sogar als Baby schon, also als Säugling. Und das fand ich ziemlich merkwürdig. Und dann nach und nach haben wir gemerkt, er tut die Entwicklungssteps in der Skala, wie jedes Kind sich entwickelt, nicht rechtzeitig erreicht. Und dann haben wir gemerkt, etwas wird jetzt bewiesen, dass es nicht stimmt mit ihm, obwohl ich das schon gemerkt habe. Wie ist das für dich, weißt du, dein Baby, ob man sagt dir? Gut, es ist Horror, da muss ich jetzt nicht irgendetwas erzählen. Ich glaube, für jede Mutter, für jede Eltern es ist Horror, wenn man so etwas hört. Ankerum, ich glaube, es gibt zwei Wege. Oder entweder bricht man zusammen, man kann es auch für eine gewisse Zeit, aber irgendwann muss man wieder aufstehen und dann für diese Kinder da sein, weil das sind halt meine Kinder. Und dann, wenn die Eltern nicht dafür kämpfen, dann wer sonst? Also das ist, ich glaube, unsere Aufgabe. Und wie ist das Leben? Was ist mit einem Kind wie einem Leo? Gut, ist sicher anders, wie man es sich vorstellen kann, oder? Auch für mich selber. Es ist sehr oft sehr anstrengend. Es ist auch sehr bereichend, weil auf einmal wird sehr viel auf den Kopf gestellt. Jeden Tag, der Tagesplan ist von Leonardo gemacht. Also das heißt, wenn wir, sage ich jetzt, morgen wandern gehen möchten und wir vorbereiten uns und dann marschieren wir los und er möchte nicht raus, dann wird es keine Wanderung geben. Ah, okay. Und dann können wir Picknick im Wohnzimmer machen. Und wenn er gerade Lust hat, schwimmen zu gehen, dann gehen wir halt alle schwimmen, weil er wird alles tun, dass jemand mit ihm ins Wasser kommt. Und auch wenn wir am See entlang laufen im vollen Winter und er will im Wasser, dann geht er halt im Wasser. Okay. Und solange er sehr klein war, konnte man ihn gut halten. Mhm. Und jetzt ist er so, der wird größer und stärker und vor allem sehr schnell. Und, Das klingt jetzt lustig, gell? Aber ich nehme an, es gibt nicht nur lustige Situationen. Ich glaube, es ist nicht besonders lustig, aber wenn man es lustig nimmt, dann ist es auch schön. Das ändert nicht an der Situation. Und die Frage ist nur, wie siehst du sie an? Also, wie nimmst du sie an? Und wir nehmen es jetzt mittlerweile ziemlich locker. In der Schweiz ist schätzungsweise 1 von 100 Kindern in irgendeiner Form von Autismus betroffen. 2/3 von ihnen sind Buben. Seine Schwester Valentina hat über das Leben mit dem Leo sogar ein Buch geschrieben. «Der Delfin in der Hängematte» heisst es. Wie ist es für dich? Weil Leonardo ist ja schon ein spezieller Bruder. Für mich ist er ein bisschen speziell, aber irgendwie ist er dann noch normal. Also wir haben schon noch, wir sind wie normale Geschwister, die manchmal schon noch, wir haben Streit und wir haben es auch gut zusammen, manchmal spielen wir zusammen. Also für mich ist er irgendwie normal. Ja, aber weißt, wenn deine Gespöndli heimkommen irgendwie von der Schule oder so, weißt, was sagst du denen, wie man mit dem Leo soll umgehen oder was er hat vielleicht? Also ich sage meistens, dass er nicht reden kann, er hat nicht so gut das Gleichgewicht und er isst ein bisschen wie ein Schwein. okay. Aber dann manchmal schauen meine Kolleginnen meinen Bruder einfach ganz komisch an und denken, dass er... Und das fühlt sich dann nicht so angenehm an. Und ich kann es nicht so gerne, wenn sie ihn so anglotzen und denken, sie machen dann das komische Gesicht, das so weh, das habe ich nicht so gerne. So okay. Das tut mir schon ein bisschen weh. Ja. Was hast du denn das Gefühl, weißt, ist es für ihn schlimm, dass er so ist, wie er ist? Manchmal habe ich das Gefühl, er findet das nicht so gut, weil
er probiert uns etwas zu sagen, aber wir verstehen es nicht. Mhm. Und dann fängt er an zu brüllen und den Kopf zu schlagen, weil er wahrscheinlich das Gefühl hat, dass er nichts sagen kann, ja. Er kann nichts machen. Ja. Und dann fühlt er sich wahrscheinlich ein bisschen ausgeschlossen. Ja. Ja, mit dem, look. Noch mehr? Hast du noch mehr? Noch mehr? Aha, was willst du? Kind und Autismus ist die einzige Institution der Deutschschweiz, die ausschließlich Kinder mit Autismus betreut. Platz hat es für 40 Kinder, aber die Nachfrage sei viel grösser. Die Bedürfnisse von autistischen Kindern sind speziell. Viele brauchen 1-zu-1-Betreuung. Finanziert wird das Angebot durch die Schulgemeinden, den Kanton und Spenden. Ich begleite den Kai in die Logopädie. Er, der ganz am Anfang im Bus gesungen hat. 11 ist er und kommunizieren tut er über einen Sprachcomputer. Ich möchte Gitarre. Ja, nehmen wir gerade führen. In der Logopädie hat er sehr gerne Gitarre. Ja. Und wählt er eigentlich in jeder Stunde. Und ist auch so, dass er... Ich möchte Gitarre. Verzeih das noch. Ich möchte Gitarre. Ja, wir haben immer einen Ablaufplan, dass du ein bisschen weißt, was kommt. Und schau mal, jetzt haben wir arbeiten. Potato Head, willst du den nachher noch machen? Hä? Dann müssen wir noch ein bisschen weiter rauf. Schau mal. Dann müssen wir zuerst mit dem anfangen. Und, dass du es auch schon weißt, am Schluss kommt dich heute Mama holen. Gell? Schau mal. Fuss. Mund. Das oberste Ziel eigentlich ist, dass sie Bedürfnisse mitteilen können. Ja. Dass sie dort irgendwie selbstbestimmt sagen können, was sie gerne möchten. Mit Gitarre. Genau, ja. Genau. Und zwar auch, wenn sie jetzt nicht im Raum wäre, wo man einfach gerade hingehen kann. Mhm. Dass er es eben auch im Schulzimmer oben sagen kann, dass er gerne Gitarre will. Von der Wahrnehmung her. Ist es so, dass Menschen mit Autismus halt einfach wie keinen Filter haben. Also, dass sie ganz viel gleichwertig wahrnehmen und nicht können rausfiltern. Also, wenn wir jetzt am Schwätzen sind, dann hören wir den Kai zwar, aber wir können den Kai auch ein bisschen ausblenden. Und unter Umständen kann es sein, dass der Kai alles gleich laut wahrnimmt. Und dann kann es auch sein, dass dann Menschen mit Autismus auch nicht Geräusche von geredeten Worten unterscheiden können. Ein Brei. Genau. Was den Spracherwerb natürlich dann sehr beeinträchtigt. Mhm. Hast du dir etwas Weiches gefunden? Der Kai hat jetzt beim Dominik das Mikrofon entdeckt. Schön zum Anlangen, gell? Ist ganz weich. Tu mal streicheln. Wie ein Büssi. Es ist ganz weich, Deppe. Hallo zusammen. Hallo. Hi, Kose. Mein Schätzchen.
Hallo, Frau Auri. Mona Pitsch. Es freut mich sehr, Mona. Nicole, das freut mich sehr. Schön, dich kennenzulernen. Danke, gleichfalls. Ich habe jetzt ein bisschen zugeschaut, wie das ist mit dem Spracherwerb. Weißt, wie kommunizierst jetzt du mit dem Kai? Wie redet ihr miteinander? Auf ganz verschiedene Arten. Der Kai und ich, wir mittlerweile wissen, verstehen einander ziemlich gut. Fast immer. Nicht immer. Fast immer. Aber natürlich, wenn man das irgendwie draussen auf die Straße machen würde, das wäre natürlich nicht so cool. Die Leute würden es gleich laufen. Geht es eigentlich noch? Normalerweise. Und nachher, wenn ich, ja. Und dann, was sagst du? Normalerweise sage ich, er ist behindert und wenn es gut geht, dann reagieren sie eigentlich noch anständig. Aber manchmal schlafen sie einfach davon und schütteln den Kopf, was mir eigentlich auch ein bisschen wehtut. Weil ich finde, ja, er muss schon genug Türen machen und es braucht sie nicht. Oder? Und ein bisschen Empathie wäre aber schon schön. Ja. Und wir sind schon am Lehren, gell, dass du nicht so gut bist, aber es braucht noch ein bisschen Zeit. He? Das ist auch nicht so einfach. Gell? Ja. Es geht darum, ein Kind wie im Kai Werkzeug mitzugeben, dass sie zurechtkommen in der Welt von uns sogenannten Neurotypischen. Okay, ich gebe dir Joghurt. Du bleibst aber schnell da, Mami gibt's, hä? Ja. So redet ihr miteinander? Mit ja, wenn mir nicht ganz klar ist, was das Problem ist, dann frage ich ihn, ob er irgendetwas möchte haben. Ja. Dann weiss ich's. Genau. Hast du nichts gegessen? Machst du auf? Muss Mama aufmachen, da. Da. Aber nicht im Pulli, sonst hast du nachher den Laura noch dreckig, gell? Gehst du dort sitzen? Sehr gut. Seit wann funktioniert das gut, weißt, mit dem Sprachcomputer? Wir haben einfach gemerkt, dass mit dem Bildstreifen, dass er da nicht so Interesse hatte. Dass er wirklich viel mehr so mit dem iPad gespielt hat und haben das ausprobiert und haben einfach gemerkt, dass ihm das völlig gefällt und dass er das super findet. Und dann haben wir... Ja, da kann man sich ein bisschen... Das ist ein bisschen erholen, genau. Der hat schon das auch gut gefunden. Und jetzt machen wir das in 2 Jahren. Und der bekommt jetzt Sprachcomputer das nächste Jahr. Kai, Schatzi, wer bist du? Was machst du? Käse. Also geh raus. Raus. Aber siehst, es ist halt schon nicht optimal. Weil wir möchten zum Beispiel haben wir keinen Käse. Dort. Es ist keinen Knopf. Genau. Aha, okay. Und jetzt hat er lieber Käse wollen und nicht Joghurt. Und das hat er halt nicht können sagen und ist es auch geholt. Wie ist das für dich sonst, weißt, Mama sein oder Eltern sein von einem Kind, das Autismus hat? Ja, es ist herausfordernd, zum Teil. Mhm. Im Alltag ist es so, dass er keine Gefahr versteht und wir können ihn nicht einfach spielen. Er würde einfach auf die Straße raussegeln. Mhm. Vor dem Auto. Weil er kann das nicht nachvollziehen, dass das Auto ihn überfahren kann. Ja. Oder. Was? Entschuldigung, das ist, ich weiß, was du willst. Sag's. Ja, zeig. Sag U. U. Okay. Er hat's. Uff. Er hat gern, wenn meine Haare offen sind. Gut. Uff. Genau. Wir sind am Trainieren. Also, aber zuerst, schau mal, Schatz, bist du jetzt mal fertig gewesen? Du hast weiter fertig gegessen und nachher gehst du wieder schwimmen, okay? Er hat einfach, Frauen mit langen Haaren hat er einfach sehr gerne, oder? Und er würde sehr gerne so die Haare ein bisschen lang machen und ja, Haare hat er einfach gerne, ja. Oder? Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, oder? Jetzt ist er noch in der Schule, jetzt wohnt er daheim. Wie wird das sein, einmal für ihn? Ich weiss es nicht, Mona. Es ist, wir denken viel daran und es macht Angst. Ich weiss es nicht. Wegen dem ist für uns sehr wichtig, dass er so selbstständig wie möglich wird. Mhm. Und dass er so gut kommunizieren wie möglich. Ich werde es nie aufgeben, ihm probieren, mehr zu zeigen, Buchstaben zu zeigen, mehr Körperteile lernen. Einfach weil er irgendein ist, ich werde nicht ewig leben, dass er irgendein ist, dass er auch selber kann sagen kann. Oder dass er selber kann ausdrücken kann, wenn ihm etwas nicht okay ist, wenn etwas weh tut. Wenn er aufs WC geht, dann kann er schon. Aber einfach all diese Sachen. Oder? Wenn ihm jemand weh tut, dann kann ich es nicht sagen. Das geht nicht. Oder? So, das finde ich sehr wichtig. Oder? Mhm. Aber das macht Angst. Und ich weiß es nicht, wie das wird. Das sehen wir. Ja. Das grosse Ziel ist selbstständiger werden. 1 bis 2 Mal pro Woche übernachten darum die Kinder in der Institution. Die Kinder schlafen meistens
entweder alleine, zu zweit oder zu dritt. Noch was? Von was hängt das ab? Je nachdem, wie gut dass sie über Nacht schlafen. Manche sind auch häufig wach. Ja. Oder haben viele Wachzeiten dann über Nacht, sodass man sagt, okay, man will jetzt nicht, dass die anderen Kinder wach werden. Ja. Sie schlafen dann alleine. Ja. Und so sehen sie immer aus. Genau. Sehr neutral. Das ist auch ein sehr neutraler Ausdruck. Ich hätte jetzt gesagt, es erinnert sehr reizarm. Es hat ein bisschen den Charme von diesen Lagen, die wir am Lieder Pfadi, weißt du, so. Aber das ist Absicht, nehme ich jetzt mal an. Das ist Absicht, ja. Also teilweise ist es schon möglich. Wir hatten auch schon Bilder da, aber das ist auch von Kind zu Kind abhängig, ob es eben möglich ist. Damit nichts ist, wo die Kinder irgendwie aufwühlen, ablenken können. So. Ich übernachte heute hier. Danke. Danke, Ahmed. Mein Zimmer. Mein Zimmer. Hä? Schön, du. Das ist der Leo. Hat sich der Leo schon zurückgezogen? Ja. Er geht selber, gell? Mhm. Ja. Und das ist für euch okay? Ja. Ja. Sie können so, sich ruhig so eine Rückzugsmöglichkeit suchen, sich erholen, entspannen. Ja. Wie ist es bei ihm? Sie hat er von Anfang an gut geschlafen da? Ja. Ja. Es war eine ruhige Nacht. Einmal fast. Mein kleiner Zimmernachbar, irgendwie. Heute etwa um 5 Uhr. Sirenenmässig. Und nach Uhr geht meine Tür auf. Da kommt so ein kleiner Kopf rein. Wie so zum Schauen. Gell? Wir haben uns schon früh am Morgen gesehen. Wie so zum Schauen, ob ich sicher jetzt auch schon wach bin. Unherzig. Ist es der Ahmed oder echt doch sein Zwillingsbrüder? Bin nicht sicher. Jedes Kind lebt irgendwie in seinem eigenen Kosmos. Für die Betreuenden heisst das, kreativ sein und Antworten finden auf Fragen, die sie manchmal nur erahnen können. Mhm. So. Wie? Jetzt da. Was da? Magst du noch mal was nachschenken? Mhm. Du darfst noch mal nachschenken. Geht das so? Langsam. Andro, Pause. Kannst du umdrehen? Der Andro kann auch ganz gut regulieren, wenn er eine Sanduhr hat, dass er nicht das ganze Glas austrinkt. Ah ja? Ja. Mhm. Also oft ist es so, wenn was ganz voll ist, muss was ganz ausgeleert werden. So ah, wirklich? Ja. Ja. Also man trinkt nicht langsam in einzelnen Schlücken und stellt es wieder ab, sondern einfach, wenn man Durst hat, dann. Damit es erledigt ist. Ja. Da muss alles ausgeklärt sein, ja. Ja. Aber so die natürliche Regulation, die gibt es eigentlich wie nicht. Mhm. Das also bei vielen. Bei vielen, ja. Okay. Ja. Und dann bin ich plötzlich als Hundesitterin im Einsatz.
Am Lucien seine Eltern sind vorbeikommen. Wir gehen spazieren. Hi Lucien. Hi. Danke voll. Warte. Das ist für Außenstehende immer schwierig einzuordnen, wenn man sozusagen Hundekommandos kennt. Stopp, warten. Eben einfach, wenn ich Lucien tue, bitte am nächsten Baum warten. Wir kommen gerade. Viel zu viel Information, das kann er gar nicht verarbeiten. Aha. Und darum, wenn ich möchte, dass er stehen bleibt, dann halt einfach stopp oder warten. Und dann, das nimmt er dann sofort auf. Ein Kind wie der Lucien zahlt sich ein Abenteuer. Man weiss nicht, was passiert. Auch wenn man auf einen Spielplatz geht. Der Lucien liebt Spielplätze über alles und rennt sofort hin. Das ist ja super. Manchmal nimmt er mit anderen Kindern Kontakt auf oder versucht es zumindest auf seine Art, was die anderen Kinder wiederum nicht verstehen. Manchmal gar nicht, aber es gibt natürlich auch mit anderen Kindern kann es immer so ein bisschen komische Situationen geben. Die anderen Kinder können ja nicht einschätzen, was ist jetzt das, und reagieren dementsprechend. Ja. Ablehnend, vielfach. Wie ist das für dich als Vater, weißt, wenn du das auch siehst? Ja, man ist halt ein bisschen hilflos und weiss dann auch nicht, was machen. Der Lucien hat sich am Anfang nicht mal seinen Eltern können mitteilen. Inzwischen hat er gelernt, mit Menschen Kontakt aufzunehmen. Aber in solchen Situationen ist er am liebsten für sich. Trösten so, das geht nicht. Das geht nicht, nein. Ja. Das geht gar nicht. Warum nicht? Ich vermute, er ist in dem Moment zu viel Reiz. Er ist so mit seinem Schmerz und seinem Schock beschäftigt. Ja. Wenn mir dann noch kommt, ist zu viel. Ja. Au! Au! Ja. Oh! Ja. Also. Viel. Viel auch. Du musst als Mutter lernen, um dem nicht instinktiv anzugehen, genau, sondern um ihm seinen Platz zu lassen. Genau. Ja. Das war wirklich hart. Für dich hart? Ja. Und eben von außen sieht es aus, ja, was ist das für eine Rabenmutter? Ja. Der Bub brüllt, ist verletzt und sie kümmert sich nicht. Aber. Ja. Ja. Wie wenn du dann noch hingehst, dann ist. Das ist ganz vorbei. Ja. Noch eine? Über die Ursachen von Autismus weiss man noch wenig. Die Genetik spielt eine Rolle, heisst es. Was aber genau vor sich geht im Bewusstsein von autistischen Kindern wie Lucien, Leo oder Kai, und wie die Welt für sie aussieht, bleibt für uns zum grossen Teil im Verborgenen. Hallo! Sonja. Entschuldigung. Hi. Super, ja. Wenn du einen Wunsch hast, weißt, was wünschst du dir für den Leo und für Kinder wie den Leo? Ah. Ich wünsche mir, dass er so schnell wie möglich selbstständig wird, dass er auch seinen Weg machen kann und sich ausdrücken kann, auch wenn es nicht verbal ist. Dass er sich ausdrücken kann und lernen kann, so viel wie möglich, dass er selbstständig wird, ja, und verstanden wird. Ja. Mit meinem Daumen wirst du nicht glücklich. Ich leider deinen PIN-Code nicht. So sorry, aber ich träge es für dich. Also, ich träge es für dich. Man muss nicht immer alles verstehen, um Verständnis zu entwickeln. Und das brauchen der Lucien, der Kai, der Leo und ihre Familie von uns als Gesellschaft. Als Unterstützung auf ihrem Weg, der kein einfacher ist. Mich hat
der Einblick in die Welt total fasziniert. Und ich bin sehr gespannt, was er bei euch ausgelöst hat. Schreibt mir es doch in die Kommentarspalte, auch wenn ihr eigene Erfahrungen habt mit Autismus oder noch Fragen, die ihr gerne beantwortet haben wollt. Mehr Monate mittendrin und andere Doc-Sendungen einfach unseren YouTube-Kanal abonnieren und am besten die Glocke aktivieren, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Danke vielmals fürs Interesse und bis bald.